Und damit herzlich willkommen zurück zu einem kleinen neuen Projekt von mir. Wir spielen Punch Club Dark Fest. Ich werde sehen, wie das Spiel ist, wie es läuft, ob es länger geht. Ich weiß so gut wie gar nichts über das Spiel. Ich weiß, dass wir uns rächen wollen. Optionen habe ich alles schon gecheckt. Und ich denke einfach, wir starten mal. Natürlich Giba. Was? Nein. Ich bin kein Hardcore. Na, das ist ja mal super. Telefon. Hallo? Ich mach einfach mal das, was er sagt. Ich sollte ein paar Liegestütze machen, okay? Yes! Kann ich mir das hier alles angucken? Nee. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal die Zeitung an und ich choppe die Boote. Wähle jetzt die Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Fülle alle leeren Felder. Okay. Ich habe keine Talente. Ja, hier. Habe ich doch. Ach so. Das sollte man vielleicht auch mal sagen, oder? Kämpfen. Okay. Wow, der haut ganz schön zu. Ich glaube, wir hätten nicht kämpfen sollen. Okay, unser erster Loops. Okay. Du solltest härter trainieren. Du
Du hast gerade deinen ersten Kaffee gewonnen, du fühlst dich komisch an. Okay. Okay. Du hast noch nie einen Aufzug benutzt, deine Beine sind richtig starr. Du hast ab getroffen, ihm gehört der Laden. Schläft er wohl jemals? Habe ich überhaupt Geld? Fleisch. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, das zu kaufen. Du hast mitgetroffen, er weiß viel über das Kämpfen. Etwas verbindet euch. Ja, hier. Hi, wie ich dir bereits sagte, hast du Potenzial. Ich kann aus dir ein. Das wird ein langer Weg und du musst den ersten Schritt tun. Ein Freund von mir betreibt in seiner Muckibude eine Amateurliga. Wenn du die gewinnen kannst, werde ich dich trainieren. Geh zu Silvers Turnhalle, da kannst du trainieren, wenn du keine Lust mehr hast, nur zu Hause zu trainieren. Okay. Wenn du knapp bei Kasse bist, komm hier vorbei und ich gebe dir etwas zu essen. Ich glaube nicht, dass du hungrig bist. Wenn du nicht das. Weil wenn du nichts zu sagen hast, sag es bitte nur einmal. Okay. Gemein. Hi, Mick hat gesagt, dass ich bei dir trainieren könnte. Big Mike. Mick, ich dachte aber, hat mit Boxen nichts mehr zu tun. Ich bin Silver, du kannst hier trainieren, warum auch nicht? Okay. Mick hat dir bestimmt unsere Anfängerliga erzählt, du kannst gerne mitmachen. Wow. Du siehst so aus, als könntest du kämpfen. Lust auf einen Umgebungskampf gegen mich? Ja. Ich box dich um. Ich habe immerhin schon Runde 1 überlebt. Aber Runde 2, glaube ich, werde ich nicht überleben. Ach, jetzt gehe ich down. Ja. Okay. Nicht schlecht, aber deine Verfassung ist alles andere als gut. Du kannst hier trainieren, aber nicht umsonst. Aber weil du Mick kennst, bekommst du einen Rabatt. Du musst Level 5 in deiner Werte erreichen, ein Kinderspiel. Du kannst dich für einen Ligakampf anmelden, das siehst du im gelben Ausruf auf dem Liga-Button. Anmelden. Ich. Was ist denn das? Gewichte? Ja, wir werden das einfach mal trainieren. Damit wir noch stärker und härter werden. Ah, das ist meine Stärke.
Komm schon, trainiere. Okay, jetzt nehmen wir doch das. Trainiere wie ein Mann. Keine Ahnung. Was ist das? Drauf. Er will essen. Aber gibt's hier was? Gibt's hier einen Snack für $5? Alles so teuer. Okay, es ist. Wir gehen zu Fuß, weil wir müssen Geld sparen. Ich habe uns, glaube ich, ein Fleisch gekauft. Ja. Dann gehen wir einfach nochmal in die Garage und trainieren nochmal hier, würde ich sagen. Okay. Kann ich auch aufhören? Hallo? Ah, ich muss jedes Mal Geld zahlen. Das ist doch doof, oder? Dann gehen wir halt nochmal arbeiten. Ach, durchs Arbeiten kriege ich auch solche Punkte. Ist ja interessant. Dass ich durchs Arbeiten. Okay. Du kannst nicht mehr arbeiten, weil du zu müde und hungrig bist. Dann gehören wir schnell nach Hause und essen nochmal einen Happen. Ach, okay. Moment. Wer hat doch gesagt, wenn wir nichts zu essen haben, können wir zu ihm gehen und was essen? Vielleicht habe ich das richtig verstanden. Ach so. Mal nach Hause essen und dann ja, gehen wir in die Muckibude. Denn heute ist ja der Kampf. Ja, komm, den machen wir doch wohl fertig, oder? Hier, komm, schlag zu, nochmal, nochmal. Komm schon! In die Fresse damit! Ich habe ja leider noch keine anderen Talente. Ich glaube, wir machen den jetzt fertig. Ja, wir machen den jetzt fertig. Mach ihn fertig. Könnte jetzt ja auch wie so ein Boxkommentator kommentieren, so. Oh, ins Gesicht. Au, da musste ich einstecken. Nein, das kann ich nicht. Keine Ahnung, wie man das macht. Kämpfe! Der teilt ganz schön aus da. Ich glaube, ich muss daheim mehr trainieren. Thank you.
Komm schon, noch drei, das schaffen wir. Jawohl, ich hab gewonnen. Yes. Du hast genug Talentpunkte, um ein neues Talent oder einen neuen Vorteil freizuschaffen. Das siehst du am gelben Ausrufezeichen gegen Biberum, okay? Ja. Wir noch ein bisschen trainieren. Na hier. Ein bisschen Ausdauer. Machen wir jetzt Hammerweitwurf. Nur mit Osten. So, Entschuldigung. Anstehende Kämpfe, Anfängerliga, nächster kommt in 2 Tagen. Ja, ich denke, wir gehen mal nach Hause. Ups, falscher Knopf. Ne, Quatsch. Wir gehen noch ein bisschen arbeiten. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Und... müde. Okay. Gehen wir noch zu Apu. Ich meine, wir haben... Was? Glaubst du, ich bin blöd? Gib mir den Rest. Ja. Ups. Ich habe das noch nicht ganz raus mit diesen Talenten hier. Vielleicht könnt ihr mir ja da Tipps geben in den Kommentaren. Ich würde es mir durchlesen. Ich werde jetzt dieses Verteidigungs nochmal machen. Der haut ganz schön zu. Der Kampf im Supermarkt. Ja. Nein. So. Nein. Oh. Heilige Scheiße. Geht es jetzt so lange, bis einer am Boden liegt, oder was? Apu ist für uns. Oder heißt der Apu? Ich habe den Namen vergessen. Komm schon, wir schaffen es. Er hat nur noch 24. Komm schon. Ich bin bestimmt fix und alle. Komm, den machen wir fertig. Fat Cat. Discount. 5 Dollar ein Becher Kaffee oder was? Oder Eis. Keine Ahnung. Jawohl, gewonnen in your face, Alter. Du hast zum ersten Mal ein Verbrechen verteilt. Vereitelt. Ich bin stolz auf dich.
Ja, bitte. Wir kaufen uns nochmal Fleisch, 2 Stück und einen Energy Drink. Und gehen jetzt ins Café zu Fuß natürlich, weil... Hey, Apo aus dem Supermarkt hat mir erzählt, hier wäre eine Stelle frei. Ah, du bist es. Ich bin Casey. Apo hat mir alles von deinen Heldentaten erzählt. Ich brauche jemanden, der meine Pizza ausliefert. Oh. Du hast Casey getroffen. Der war mal Seefahrer. Jetzt kann er dein Boss werden. Ich glaube, er ist gefährlich. Ups. Klingt gut. Ich mach's. Liefere Pizza. Das, der Helm sieht ja geil aus. Okay, wir gehen mal nach Hause. Schlafende Runde, würde ich sagen. Oh, Telefon. Telefon! Hallo? Hey, du hast mit den Kämpfen angefangen. Das ist gut. Ich habe mein altes Kampfhandbuch auf dem Tisch liegen lassen. Vielleicht hilft es dir. Wer ist das? Danke, Frank. Frank. Wie man richtig trainiert. Versuche nicht in allen drei Werten hohe Werte zu erreichen. Wähle einen Weg und baue deinen Körper entsprechend auf. Erhöht den Schaden deiner Treffer, erhöht deine Treffsicherheit, erhöht Energiegeneration. Du verlierst jeden Tag Werte. Es ist schwierig und teuer, sie jederzeit hoch zu halten. Versuche einfach am Tag eines Kampfes in Bestform zu sein. Okay. Hohe Stärke teilt hohen Schaden aus, verbraucht mit dem Treffer aber auch viel Energie. Vergiss es also nicht, für Energiegeneration deine Ausdauer zu trainieren. Wähle Talente mit hohem Schaden, die kein hohes Geschick benötigen. Okay. Tritte ausweichen und andere Talente, die hohes Geschick benötigen, sind nicht effektiv. Okay. Wenn du geschickt genug bist, kannst du schwierige Tritte ausführen, um gegnerische Angriffe auszuweichen. Weiche Angriffe aus, nutze Gegenangriffe und Talente mit hohem Grundschaden. Meide kraftbedingte Angriffe und Schadensaufnahmen. Ausdauer erlaubt dir, in einem Kampf hohen Schaden zu widerstehen. Du regenerierst außerdem viel Energie, die für deine eigenen Angriffe brauchst. Energie wird für deine Angriffe benötigt. Du kannst damit Angriffe ausführen, die viel Energie benötigen und Angriffe blocken. Du bist nicht geschickt, also versuch gar nicht erst Angriffen auszuweichen oder Angriffe zu verwenden, die hohes Geschick erfordern, okay. Kann ich das jetzt hier auswählen oder was? Ich weiß nicht. Puh. Ich geh jetzt. Nee. Aber ich würde sagen, meine lieben Friends. Wir essen das nächste Mal und ich mache hier einen kleinen Cut. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Es ist ein neues Projekt. Lasst vielleicht Kommentare da. Gebt mir Tipps. Ein Däumchen nach oben. Ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.